Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Fangames to Go, wo ich euch drei coole Fangames zeige, die jeder einmal gespielt haben sollte, egal ob er Fan der Reihe ist oder nicht. Die sind alle kostenlos, habe ich selber getestet und deswegen gibt es auch keine Ausrede, die nicht zu spielen. Links natürlich in der Beschreibung. Fangen wir gleich mal an mit dem ersten Spiel. Das erste Spiel, das ich euch zeigen möchte, ist Mario 64 HD. Eigentlich wurde es von Nintendo runtergenommen, aber es gibt trotzdem noch gute Links, wo man sich das runterladen kann. Ich habe einen natürlich in der Beschreibung verlinkt. Wie ihr hier sehen könnt, ist einfach die Grafik, die Texturen ist alles komplett neu gemacht. Die Sounds auch und die Musik ist auch sehr viel hübscher. Außerdem könnt ihr einstellen, ob ihr entweder an der Tastatur spielen wollt oder mit eurem Gamepad. Unterstützt nämlich beides. Man kann auch einstellen, ob der Computer jetzt schlecht ist, also dass es eher schlechter gerendert werden soll, oder ob der PC ultra gut ist und da wird halt die Grafik hochgeschraubt und was für ein Einstellungsformat euer Bildschirm hat. Hier, das, was ihr seht, der Macher, der wird nicht mehr machen, hat er gesagt. Es wird nur soll nur eine kleine Tech-Demo sein für Unity, was es alles machen kann, weil ja die meisten eher sagen, Unity, also scheiß Grafik-Games. Und deswegen hat er es jetzt einfach gemacht und er meinte auch, das wird jetzt das Einzige bleiben. Aber man kann als in dieser Mission am Bombenwerk, kann man jetzt einfach Münzen sammeln, 100 Münzen. Wenn man 100 Münzen sammelt, dann kriegt man ein kleines Special. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, ich verrat's nicht. Würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist wie so eine Art NES Mega Man Spiel. Nur haben sie komplett neue Level, komplett neue Musik, anpassbare Steuerung und alles mögliche gemacht. Jetzt kann man einfach das anmachen und ein komplett neues Mega Man Spiel spielen, das auch wirklich Qualität hat und das auch noch kostenlos. Für Leute, die das wirklich herausgefordert fühlen, ich habe das Tutorial Level gemacht, im Tutorial Level kommt ein Boss und da bin ich einfach fast gestorben. Das war zwar mein erster Versuch, aber im Tutorial Level, hä? Ja, das wird sicher wieder so schwer wie die alten Mega Man Games und deswegen für alle Leute, die so eine Challenge herausfordert, denen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber auch für Leute, die eher casual spielen, kann man es natürlich gerne mal anspielen, weil es einfach echt hübsch aussieht. Ja, und damit kommen wir jetzt einfach mal zum letzten Game. Das letzte Game ist Zelda 2. Aber Zelda 2, das ist nur ein Remake, aber es ist ein ganz besonderes. Normalerweise ist der so 2D und wenn man auf Gegner trifft, dann kommt man in so ein 2D Jump Run Level, das man dann bestreiten soll. Hier dieses Spiel aber, das ist in 3D. Im 3D-Spiel läuft man dann herum, kommt in Dungeons rein und sowas und schießt mit seinem Schwert. Es ist wirklich wie das Zelda 2 Spiel, also falls ihr noch nicht so viele Erfahrungen damit habt und euch das gerne mal anschauen wollt, oder falls ihr einfach nur ein Zelda 2 Fan seid, würde ich euch das einfach empfehlen. Es ist so cool gemacht, ich hoffe da kommt bald VR Support dazu, weil es ist einfach perfekt für VR. Man läuft herum, First Person, schießt Pfeile, besiegt einfach die Gegner. Weil das von einem 2D-Spiel ist, da wurden die Sprites rausgenommen als Texturen verwendet, deswegen sieht es ein bisschen komisch aus, aber ich glaube Leute, die Zelda 2 gespielt haben, werden das erkennen. Und das Beste daran ist, die anderen Spiele muss man ja runterladen, kostenlos, ist ja ganz gut, aber dieses Spiel kann man einfach im Webbrowser spielen. Man tut einfach Unity Webbrowser lädt kurz und dann spielst du das Spiel einfach ohne es runtergeladen zu haben. Und das finde ich ist echt richtig cool. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Also mein Highlight ist, glaube ich, definitiv Zelda 2 in dieser Folge. Ja, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen hoch da lassen. In die Kommentare schreiben, ob ihr, falls ihr noch einen Teil wollt, falls ihr ein cooles Fangame kennt, das ich vielleicht noch nicht kenne, dann schickt mir das einfach oder sagt mir den Namen davon. Dann werde ich schauen, ob ich das da vorstellen kann. Ansonsten sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Tschüss!